Seltsamerweise fanden sich keine Anzeichen für eine Verschwörung oder gar einen geplanten Angriff gegen uns. Keine Anzeichen für eine Verschwörung oder gar einen geplanten Angriff gegen uns. Keine Anzeichen für einen geplanten Angriff gegen uns. Wirklich? Das habe ich dezent anders in Erinnerung. Guten Tag! Habt ihr Lust, mit uns ein bisschen über dunkle Völker zu reden? Wir haben mit unserem Äxten eure Steintürme zerschlagen! In dieser Mission bleiben wir bei den Mayas. Wie sich herausgestellt hat, waren die Römer und Wikinger eigentlich viel mehr wegen des dunklen Volkes besorgt. Und da wir sie abgeschlachtet, uns gegen sie verteidigt haben, hat uns das dunkle Volk nun eingekreist. Die Römer und Wikinger sind erneut präsent und dieses Mal mit uns verbündet. Was natürlich nicht heißt, dass sie uns helfen werden. Wie kommt ihr denn auf diese verrückte Idee? Unser Ziel ist es, unser Gebiet mit dem unserer neuen Verbündeten zu verbinden. Und nein, es reicht nicht einfach Pioniere rüber zu schicken. Diese Mission ist aber viel einfacher als die vorherige. Der Berg im Mittelpunkt unserer Siedlung enthält alle Erze. Alle anderen Gebirge auf der Karte befinden sich in verbündetem Gebiet und sind daher für uns nicht nutzbar. Zu Beginn verwandelt ihr eure vorhandenen Pioniere sowie Geologen in Siedler und reißt alle Türme bis auf den großen im Nordosten eurer Siedlung ab. Sammelt dort eure Truppen. Ihr werdet direkt am Anfang angegriffen, allerdings zunächst noch ohne Schamanen, eure Zivilisten sind also sicher. Stellt zusätzliche Planierer und Bauarbeiter ein und beginnt mit dem Bau eurer Siedlung. Zur Verteidigung bauen wir zunächst ein paar weitere große Türme bei dem, den ihr stehen gelassen habt. Die übrigen Teile eurer Siedlung schützt ihr mit Gruppen aus 2 bis 4 großen Türmen, wenn eure Soldaten und Rohstoffe das zulassen. Ein Lazarett ist ebenfalls sinnvoll, um Verluste zu minimieren. Denkt daran, dass sich das dunkle Volk in der Regel zurückzieht, wenn ihr die angreifenden Schamanen tötet. Die halten allerdings anders als eure eigenen Priester echt viel aus. Sobald eure Siedlung gesichert ist, könnt ihr euch daran machen, die Belagerung zu durchbrechen. Ich fange beim Römer an, da hier weniger dunkle Truppen rumlaufen und meine Gärtner auch ohne Eskorte arbeiten können. Der Wikinger hat das Problem, dass sich zwischen ihm und uns der dunkle Tempel befindet. Nördlich eurer Siedlung ist aber wenig los, weshalb ihr euch hier leicht durcharbeiten könnt. Was ihr auch machen könnt, ist eure Gärtner das Land im Gebiet eurer Verbündeten wiederherstellen zu lassen. Eure Verbündeten breiten sich so weit aus wie möglich. Wenn ihr also das dunkle Land entfernt, können sie auch zu euch expandieren. Das ist aber nicht so zuverlässig. Wenn euer Gebiet mit dem der Römer und Wikinger verbunden ist, habt ihr gewonnen.